So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wheelman mit Vin Diesel von Vin Diesel, produziert von dem Vin Diesel, den Wiesel und ach, so geilen Namen wie Wiesel Vin und Diesel Din und ach, fickt euch. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust auf das Spiel, aber es muss vom Tisch, es muss weg. Ja, die letzte Mission war Horror pur. Ich habe mich davon noch nicht ganz erholt. Nein, ich bin immer noch seelisch wie auch körperlich völlig instabil. Es würde schon reichen, wenn man mich vergesst das einfach. Okay, wir starten einfach. Da merkt ihr schon, ich bin total durch den Wind noch. Ich brauche einfach erstmal eine Kippe. Und eine tolle Zwischensequenz von diesem ach so tollen Spiel. Ach, den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen, den Kerl. Felipe plant etwas bei der Versammlung. Du musst ihn verfolgen, um herauszufinden, wohin er als nächstes geht. Ja, toll. Mir ist gerade aufgefallen, dass das wahrscheinlich die beschissenste Einleitung zu einem Let's Play Video ever war, was ich jetzt abgeliefert habe. Aber gut, das soll uns nicht stören. Ah, das ist wieder so Verfolgungsding. Wir müssen also weit genug wegbleiben und ja. Ja, ihr kennt das ja. Wenn wir zu nahe kommen, dann ist es verkackt. Dann ist die Mission abgebrochen. Wenn wir zu weit weg sind, dann verlieren wir ihn. Das ist ja ganz klar wie in GTA. Hahaha. Ha. Regelmäßig Autos wechseln wird nur gerade eingeblendet. Was? Philipp weiß, dass er verfolgt wird. Mann, hat er mich jetzt die ganze Zeit gesehen? Diese Erklärungen, die teilweise einfach links aufploppen, die ergeben teilweise keinen Sinn und die verstehe ich auch nicht. Die kommen in so einem Durcheinander, dass ich mich schon ab dem ersten Video dazu entschlossen habe, mich nicht auf diese Eilmeldungen des Spiels zu konzentrieren. Felipe entkommt. Was? Wieso entkommt er jetzt? Ich habe doch bloß genügend Abstand gehalten, Mann. So, jetzt sind wir wieder auf Kurs hier. Aber nicht zu nahe hin. Das geht jetzt wahrscheinlich durch die ganze Stadt. Weil, wie ich die lieben Entwickler doch kenne, wollten sie die Spielzeit ein bisschen in die Länge ziehen. Wo ist er ja jetzt lang gefahren? Ach, da. Mann. Wer macht Sachen hier? Wie hieß er? Miguel. Ja, Miguel. Shigi. Shigi Miguel. Miguel. Oh, super. Migi, warte auf mich. Ich verfolge dich bloß. Ich bin auch total unauffällig. So ein muskulöser Glatzkopf, der nach Diesel riecht, ist total unauffällig. Ja. Mann. Das fällt doch keinem auf. So, wir fahren durch den Park. Er springt da wie ein Gummiball rum. Brezelt erstmal gegen die Hauswand. Ist klar, ne? Und was soll eigentlich diese Musik da? Soll die uns irgendein Feeling übermitteln? Na, bei mir kommt nicht wirklich ein Feeling rüber. Also nicht so actionmäßig. Er hat das Auto gewechselt. Ja, das ist doch. Super. Ich soll jetzt auch das Auto wechseln. Oder was? Nee. Wo ist er denn hin? Da ist er. Dammit. Ich verliere dich nicht. Ich habe mir auch jetzt auf die Fahne geschrieben, dass ich keine Mission zweimal machen will. Sollte, wollen, täte, müssen, was auch immer. Ich will sie beim ersten Mal alle schaffen. Ich habe nämlich keinen Bock auf nochmal so ein Drama wie im letzten Video. Das war ja nicht mehr... Nee. Ich fange gleich wieder das Rollen an, wenn ich ans letzte Video denke. Ich will das einfach verdrängen und vergessen. Ja. Oh. Mann. Ja, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt hier noch eine halbe Stunde rumkurven, so wie ich es mir gedacht habe. Es ist nicht nach ein paar Straßen getan mit der Verfolgungsscheiße hier. Nee, wir machen das jetzt noch richtig lange. So lange, bis der Spieler die Nerven verliert und zu nah auffährt. Und dann kann man ihn wieder ganz am Anfang zum Start von der Mission zurückschicken. Das haben sich die Entwickler dabei gedacht beim Brainstorming. Was wollen wir aus dem Spiel machen? Der Erste, der sich gemeldet hat, Kunden verarsche.
Der zweite, der sich gemeldet hat, nein, viel besser. Kunden verarschen mit Vin Diesel auf dem Cover. Und das war dann das Ergebnis vom Brainstorming. Ganz klar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, die Tygon Studios oder wie die heißen, die das Spiel gemacht haben. Ich glaube, das war sogar deren Erstlingswerk. Ist natürlich keine Entschuldigung, weil wenn man sich richtig reinkniet in die Scheiße, in die Materie vertieft, dann kann man schon was Ordentliches liefern. Ich erinnere da nur zu gern an The Witcher von CD Projekt aus Polen. Ist auch deren Erstlingswerk und das war ein episches Spiel. Und ja, es war nicht so episch, es gab schon einige miserable Dinge an dem Spiel. Aber die haben dann sogar nochmal eine Enhanced Edition rausgehauen, wo sie alles verbessert haben. Und das gab es dann nochmal kostenlos für die Leute, die The Witcher, das Original The Witcher sozusagen, schon gekauft hatten. Die mussten für die Enhanced Edition nichts mehr bezahlen, die konnten die runterladen. Das nenne ich mal ein Erstlingswerk. Und nicht so eine Kacke hier. Alter. Ich schimpfe die ganze Zeit über das Spiel, aber ich spiele es immer noch. Das ist irgendwie dämlich, ja. Wo bleiben die Leute mit den weißen Turnschuhen? Und ich kann einfach meine Fresse nicht halten, weil ich die ganze Zeit quatsch. Fällt mir auch schon wieder auf. Ich kann nicht die Schnauze halten für ein paar Minütchen. Nein, geht nicht. Ich muss alles kommentieren bei diesem Spiel. Da ist ein grünes Auto, da vorne wir verfolgen ein gelbes Auto. Da kommt ein Motorrad, da zwei Smarts, drei Smarts. Unlizenzierte Smarts natürlich, weil die Lizenz war dann doch zu teuer. Die Lizenz von einem Vin Diesel, von einer Vin Diesel Falte hat ja schon 100.000 Dollar gekostet. Und da konnte man sich natürlich andere Lizenzen nicht mehr leisten, ist ganz klar. Ja, jetzt habe ich wieder völligen Stuss geblabbert, aber ist egal. Wir müssen ihn immer noch verfolgen, das kotzt mich schon wieder an. Wie lange soll das noch gehen? Wir sind jetzt einmal durch die ganze Stadt gefahren. Ja, ist gut, ich fahre hier Slalom, ist in Ordnung. Und vor allem, warum ist das Hütchen, was über ihm schwebt, immer rot? Wie viel Abstand soll ich noch halten? Jetzt ist es wieder gelb, jetzt ist es wieder rot. Wenn ich jetzt abbremse, ist es immer noch rot, es wird nicht mehr gelb. Ich habe keinen Plan, wie das da funktioniert mit diesen farblichen Symbolen. Es war schon ewig nicht mehr grün, dieses Hütchen. Ich weiß aber auch nicht, muss ich dann direkt hinter ihm sein? Nee, der Grün ist ja immer eigentlich positiv gedacht. Und wenn ich direkt hinter ihm bin, dann fällt ihm das doch theoretisch auf. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber hey, wenn ihr es verstanden habt, dann sagt es mir bitte. Ihr könnt auch gerne im Video nochmal zurücktun, wo die ganzen Pop-Ups links waren und alle erklärt haben. Dann könnt ihr mir die Erklärung unter das Video schreiben, dann... Jetzt ist es grün. What the fuck? Bin ich jetzt genau optimal weg gewesen? Jetzt ist es immer noch grün. Das ist doch gut. So sollte es auch bleiben. Okay. Dann lassen wir das jetzt mal so auf diesen Abstand. Warum ist es jetzt wieder gelb? Ich bin noch nicht näher. Ich bin doch überhaupt nicht so nah dran. Was will der eigentlich? Eher im Gegenteil, ich muss Angst haben, dass ich ihn jeden Augenblick verlieren könnte. Jetzt ist es rot. Was? Alter, es ist... Es ist nervig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hier sind wir doch schon mal vorbeigefahren. Jetzt ist es gelb. Da sind wir schon mal vorbeigefahren. Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Jetzt ist es rot. Ich bin zu langsam. Jetzt verliere ich ihn gleich. Oh, Kacke. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er hin? Scheiße. Der ist doch... Letztes Mal ist er da lang gefahren. Und dann ist er da... Ja, da ist er. Warum ist es jetzt rot? Weiter weg geht es nicht. Ich kann ja näher... Wenn ich noch näher hinfahre, dann ist es wieder gelb. Was? Zum Geil, es ergibt doch keinen Sinn. Jetzt ist es gelb. Jetzt ist es rot. Ich fahre jetzt einfach mal volle Kanne auf ihn zu. Dann wird er auch schneller, oder wie sehe ich das? Ja, nee, der hat jetzt überhaupt nicht den Anschein, dass ich ihn verfolge. Ich meine, wir liefern uns hier ein Highspeed-Duell. Fast schon Need for Speed-mäßig. Wenn ich jetzt abbremsen würde, dann würde ich ihn verlieren.
Es ergibt doch alles keinen Sinn. Der fährt nur im Kreis. Jetzt ist es wieder rot. Jetzt gibt er wieder Vollgummi. Da komme ich nicht mal hinterher mit meiner Schrottkarre. Ey, Mann, kann mir das mal bitte jemand erklären? Es ist gelb. So, jetzt ist klar, dass es rot ist. Jetzt war ich fast in seinem Kofferraum drinne. Aber er wird nie zu seinem Treffpunkt fahren, wenn ich so fahre. Also müssen wir jetzt echt ein bisschen vernünftiger fahren. Vielleicht sollten wir mal das Auto wechseln, aber so viel Zeit habe ich auch nicht. Jetzt ist es wieder rot! Alter, ich fahre jetzt echt langsam. Ich tippe jetzt nur noch die W-Taste so ganz leicht an. Jetzt ist es gelb. Wann wird es denn wieder grün? Das fällt doch nicht. Ja, warum ist es jetzt wieder rot? Mann, erklär mir das doch bitte einer. Es ist... I don't know. I don't care. I don't alles. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist schon wieder. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Du fahrst jetzt zu deinem Treffpunkt oder ich hol dich ein und erschieß dich. Jetzt ist es grün gewesen. Ich war so nah dran, wie es nur geht. Und dann wird es auf einmal ganz kurz grün. Dann war ich wieder zu nah dran, dann ist es wieder rot geworden. Ich kapier's nicht. Es will nicht in mein dummes, verzocktes von RTL geschändetes Hirn rein. Ich hab keine Ahnung. Jetzt ist es wieder rot. Inzwischen kenne ich die Strecke auswendig. Ich meine, selbst wenn wir verlieren würden, ich weiß, wo er jetzt immer seine Touren fährt. Da fahrt sich von der Straße. Jetzt ist es rot, gelb, rot. Kann mir mal jemand seine Gefühlslage erklären? Ich würde ganz gerne wissen, wann er das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Gut, wenn ich jemanden im Außenspiegel oder im Innenspiegel sehen würde, der einen Zaun an der Motorhaube kleben hat, dann würde ich auch denken, hey, der verfolgt mich vielleicht. Ich meine, ist ja jetzt wirklich, der Zaun geht durch alles durch, der geht durch Autos durch. Habt ihr das gesehen? Unglaublich, der Zaun steckt in meiner Motorhaube drin, jetzt nicht mehr. Ey, it is fantastic. Mann, dieses Spiel, das ist so toll. Das ist so toll, besser wie alles andere. Oh. Dieses Spiel darf in keiner... Bitte, jetzt ist es grün gewesen. Ich verstehe es nicht, anscheinend muss ich genau 25 Meter Abstand halten. Zu viel oder zu wenig, dann ist sofort... Oh, der verfolgt mich. Oh, oh, oh. Oh, ergibt keinen Sinn. Ich muss ihn jetzt wieder aufholen, muss genau auf die 25 Meter rankommen. Das gar nicht so leicht ist, denn er gibt jetzt richtig Gummi. Dieser Schwachmat. Und dann muss ich bei diesem, genau bei diesen 25 Metern muss ich die Bremse reindrücken und dieselbe Geschwindigkeit fahren wie er. Alter, jetzt habe ich ihn fast gerammt. Jetzt hau ich mal Nitro rein, da kann er wohl nicht sein. Ich schieße hier echt noch ab. Irgendwann geht dir das Benzin aus, mein Freund. Mir nicht. Hallo, ich habe Vin Diesel an Bord. Ich habe Vin Diesel an Bord. Den sein Urin, der ist so stark, Mann. Da könntest du einen Lastwagen durch quer Europa fahren, ohne einmal nachzutanken. Ja, so sieht's mal aus, meine Freunde der Nacht. Jetzt ist es grün. 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 Jetzt ist es wieder gelb. Ich kapier's nicht, Mann. Ich verstehe es nicht. Vielleicht sollte ich echt mal das Auto wechseln, aber dafür müssen wir echt flink sein, denn er gibt ganz schön Gummi. Also, so richtig Gummi, da kommen wir kaum noch hinterher. Da müssen wir schon ein bisschen Nitro reinklatschen. So, jetzt auf ein paar Meter ran hier. Und jetzt holen wir uns ein neues Auto. Auftrag fehlgeschlagen, warum? Philippe hat dich entdeckt. Was ist los? Ich bin einmal fast in seinen Kofferraum reingebrettert in der Kurve und alle können das bezeugen, die dieses Video angucken und da ist nicht Auftrag fehlgeschlagen und jetzt auf einmal ist Auftrag fehlgeschlagen. Ich versuche irgendwo einen Sinn zu erkennen, aber es ist wahrscheinlich leichter, den Sinn des Lebens zu durchblicken, als dieses Spiel zu überreißen. Also es ist ganz komisch. Ja... Philippe hat das. Wenn Philippe vermutet, dass er verfolgt wird, fährt er nicht zu seinem Ziel. Okay. Wann vermutet er das? Wenn der Ding gelb ist, oder? Jetzt ist es rot. Also bei rot
denke ich mal, wird er uns nach einer Zeit entdecken. What the fuck, da ist er abgebogen. Ich weiß nicht. Also wir bleiben jetzt einfach mal hinten dran, bis wir wieder in diesen ewigen Kreislauf kommen, in dem wir vorhin feststecken. Und dann ja, werden wir alles versuchen, um ihn irgendwie dazu zu bewegen, zu seinem Ziel zu fahren, zu seinem Treffort oder was auch immer, wo der hin will. Wahrscheinlich will der sich bloß ein paar Unterhosen kaufen, ein paar neue. Aber wir verfolgen ihn halt, weil... Alter. Wieso fährt denn der so einen Stuss zusammen? Jetzt ist sein Bildchen wieder rot. Jetzt ist es wieder gelb. Bin ich jetzt weit genug weg? Wann ist es denn grün? Wenn ich genau ein paar Meter von dem Abstand habe. Das ist, ergibt doch alles keinen Sinn. Was haben die sich dabei gedacht? Alter. Ja, ist klar, Mann. Hey, da ist er wieder rot. Warum bist du jetzt wieder rot, Mann? So nah bin ich jetzt auch nicht dran. Ich kann ja mal abbremsen. Wird auch nicht besser. Ich bleib ganz stehen und es bleibt trotzdem rot. Jetzt ist es gelb. Jetzt ist es wieder rot. Vielleicht muss ich total normal fahren. So richtig brav im Verkehr. Vielleicht fällt es ihm dann nicht auf, dass ich ihn verfolge. Jetzt ist es gelb. Okay, dann können wir jetzt theoretisch ein bisschen Gummi geben. Ja, warum ist es jetzt rot? Ich habe gar nichts getan. Yes. Jetzt ist es gelb. Komm schon, werd doch grün, Mann. Werd grün und bleib einfach grün. Grün ist eine super tolle Farbe. Jetzt verliere ich ihn. Jetzt ist es wieder rot. Was? Jedes Mal, wenn ich um die Kurve komme, ist es rot. Er kann mich aber nicht mal sehen. Schon wieder rot. Jetzt ist es gelb. Sind wir hier schon mal gefahren? Nicht. Ja, Alter, da bist du selber schuld, dass du von deinem Bike fällst. Grün, grün! It's green, man. Jetzt fährt er auch ganz sachgemäß nach den Verkehrsordnungen. Dann ist doch gut. Dann können wir jetzt auch ganz brav fahren. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Mann, bis das mal grün wird, das ist ja unglaublich. Ja, unglaublich jetzt. Warum ist es jetzt wieder gelb? Man kann mir das mal irgendeinem Pimmel erklären. Echt so eine Entwickler-Hotline für Wheelman einrichten. Oh Mann. Könnte man gleich als Suizid-Hotline abstempeln. Diesen Dreck. Ist wieder gelb. Jetzt sind wir wieder bei... Oh nee, jetzt sind wir wieder hier in diesem Kreislauf und es ist rot. Warum bist du rot? Und diese Musik geht mir auch einfach nur noch auf den Piss. Also ganz ehrlich, es ist die ganze Zeit dieselbe Scheißmucke. Mann. Jetzt ist es rot, warum bist du jetzt rot? Jetzt kann ich erstmal gucken, dass ich ihn wieder einhole. Aber ich weiß ja, wo er langfährt. Darf ich mal durch? Dankeschön. Oh, Leute. Was habe ich mir da bloß angetan? Ich verstehe es nicht. Jetzt ist wieder rot. Jetzt ist es gelb. Das ist schon mal wieder in Ordnung. So, jetzt biegt er da wieder links ab und es wird wieder rot. Nee, es ist immer noch gelb. Was macht er jetzt? Jetzt schiebt er die Autos auf die Seite und die Autos explodieren. Ja, aber ich bin auffällig, so wie ich fahre, ne? Oh. Es ist rot. Ey, wir können das jetzt noch stundenlang so machen. Wir können das jetzt echt noch stundenlang so machen. Grün, grün, grün. Bieg irgendwo ab, wo wir noch nie waren, bitte. Ich fahre auch ganz brav hinter dir her. Ganz bravely. Ich bin so verdammt brav. Ich tu dir nichts, mein kleiner Miguel. Fahr doch einfach zu deinem Ziel. Bitte, bitte, tu mir den Gefallen. Aha, ich kann nicht singen. Ah, oh, ist doch scheißegal. Komm, da ist wieder gelb. Ich bin da kein Meter näher. Wirklich, ich bin noch auf demselben Abstand und es wird einfach wieder gelb. Ohne irgendwie Anzeichen zu geben, warum es gelb geworden ist. Es ergibt einfach keinen Sinn.
Es ist wieder rot. Warum bist du jetzt auf einmal wieder rot? Das liegt an dem Viertel, ne? Da hast du Angst davor. Guck dir mal die ganzen Gebäude an hier. Das sollen wahrscheinlich nicht mal so abgefuckte Gebäude sein. Bloß da ist den Entwicklern wahrscheinlich die Lust ausgegangen. Lass uns das so lassen. Sieht ja eh aus wie ein armes Viertel. Das passt schon. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache für heute Feierabend. Macht ihr der? Da steht ein Zivilist mitten auf der Straße. Alter Knauter, was ist hier los? Mann. Okay, Leute, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt, bis ich das hier über die Bühne gebracht habe. Bis gleich. So, ich habe jetzt herausgefunden, wie wir das machen können, wie wir das regeln können. Und zwar müssen wir möglichst oft einen Airjack machen. Das bedeutet, wir müssen einfach bloß regelmäßig das Fahrzeug so wechseln. So können wir auch gleich dranbleiben. Das habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht, dass wir den Aircheck auch nutzen können. Tja, weil bis jetzt, wo ich ihn immer nutzen wollte, hat es ja nicht funktioniert. So, und das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. Wir machen hier so ein kleines Kolonnenspringen mit Fahrzeugwechsel quasi. Ja, und so funktioniert das Ganze. So können wir ihn verfolgen, ohne dass er aufmerksam wird. Wenn wir einfach die ganze Zeit bloß das Auto wechseln. Okay, das war jetzt sehr auffällig. Das hat er sicher mitbekommen. Aber wir sind schon da. Er ist in die Kirche gegangen. Das ist super. So, was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Keine schlechte Idee. Da wirst du die Hilfe Gottes brauchen. Was willst du? Es geht nicht darum, was ich will, sondern was du brauchst. Und jetzt brauchst du den besten Wheelman, den du finden kannst. Für was? Du bist an einer großen Sache dran. Ich habe meinen Fahrer. Glaubst du wirklich, Philipp ist dafür bereit? Bitte lieber noch ein paar Ave Marias. Um was ist es jetzt eigentlich gegangen? Anscheinend weiß Vin Diesel, unser Charakter, weiß mehr als der Spieler selbst. Ja, ist doch geil. Ist doch super. Felipe will dich treffen, sei auf der Hut, ja. Machen wir einfach mal. Kann ja nichts Schlimmes bei rauskommen. Vin Diesel weiß alles, Vin Diesel kann alles, dann braucht er eigentlich gar keinen Spieler mehr. So, ich dachte, das sollte ein normales Treffen werden. Und es wird schon so eingeleitet mit einem coolen Vin Diesel mit Knarre in der Hand. Das ist ein Knirr. Oh, es ist... Nee, wirklich. Ich treffe auch wieder nix hier. So. Bist du alleine gekommen? Idiot. Ich bin alleine gekommen, ja, aber ich habe Vin Diesel mitgebracht. Das sollte reichen. Ne? Da oben können wir was in die Luft jagen. Da ist zumindest ein Fass, aber das geht halt nicht. Deswegen machen wir einfach einen Headshot. Und laden nach. Da hinten sind lauter Gegner. Treffen wir die von hier? Nee, da müssen wir schon drüber zielen. Das machen wir jetzt einfach. Komm, da ist doch keine Entfernung für Vin Diesel. Das tut doch nicht so. Sag mal, was soll denn das? Da müsste doch eindeutig vorbeigehen. Hängt irgendwie am Zaun oder an dem Gestänge, was da ist. Ich weiß nicht genau, warum. Finden wir es heraus. Nee, das ist schon ein Zaun hier. Ein Tor. Zack. 2-in-1. Ich bin so toll. Beziehungsweise Vin Diesel. So. Das wird wahrscheinlich auch wieder in einer krassen Verfolgungsjagd enden, ne? So wie bei der letzten Ballermission, die wir hatten. Das wird dann wieder sehr viel Stress für mich. Oh, was für geile Effekte. Effektfeuerwerk. Nach diesem Job werden sie Geschichten über mich schreiben. Ja. Philippes Ballade. Natürlich, wirst du gleich neben Hitler stehen. Lumi und Paolo, dann wird jeder wissen, wer ich bin. Jeder. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Böse, böse, böses Foul, dass ich hinter einer Kiste in Deckung gegangen bin. Scheiße. So. Das
so viele können das dann. Ja, der ist wieder unverwundbar, ist klar, ne? Man schießt, man tötet, es ist nicht kompliziert. Doch, es ist kompliziert. Warum tust du es dann nicht selber, wenn es so unkompliziert ist? Keiner von euch hat mich ernst genommen. Ich werde dich fertig machen. Ich hab dich von Anfang an ernst genommen. Ja, natürlich kommt eine krasse Verfolgungsjagd. Ist das alles, Milo? Dieses Mal rettet dich niemand. Nee, wir machen jetzt ein kleines Elefantenrennen, war ja klar, dass irgendeine kranke Scheiße kommt. Und da ist anscheinend Milch drin in meinem Laster. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Auf geht er. Ich beschleunige nicht wirklich gut. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich an meinem Lastwagen. Mit Anhänger kann ich das nicht irgendwie abmachen. Wäre super. So, komm mal jetzt ran hier auf den Meter. Die schießen wir jetzt erstmal hier das hier weg. Ich weiß zwar nicht, was das ist. Aber wir schießen einfach drauf. Vielleicht hilft es ja was. Du bist ein Witz, Milo. Du hast nichts drauf. Nee, ich habe auch wirklich nichts drauf. Ich zerschieß dir trotzdem die Reifen. Denn dann kann ich deine Lebensenergie ein bisschen runterdrücken von deinem Lastwagen. Oder ist das meine da oben? Nee, das ist schon seine. Das ist seine, ja. Ich weiß zwar nicht, auf was ich hier gerade schieße, aber vielleicht ist es ja der Tank. Nee, da tut sich nicht wirklich was. Aber ich habe einen Reifen platt gemacht. Das ist gut. Doch, das ist der Tank, wo ich drauf schieße. Ah, ich kann ihn auch stoßen mit dem Lastwagen. Alter, da verliere ich gleich meinen Anhänger. Ja, hätte mir das mal einer gesagt jetzt, dass ich ihn auch stoßen kann. Das ist doch super. Da brauche ich mich jetzt um die anderen Autos eigentlich gar nicht mehr kümmern, denn das sind alles kleine Insekten im Vergleich zu meinem Gefährt hier. Jetzt stoßt er mich auch noch. Was ist los? Wo ist er lang gefahren? Geradeaus. Ja, da erstmal hier so eine kleine nervige Fliege abservieren. Dann können wir uns wieder voll auf unseren Miguel, ne, wie heißt er jetzt? Felipe konzentrieren. So. Dann würde ich sagen, crashen wir nochmal voll rein hier. Er macht das schon für uns. Ja, ganz toll ist der Akku. Komm schon. Der hat doch nicht mehr viel. Dann machen wir halt wieder den. Erstmal hier diese kleinen Autos hier loswerden. Was halten die schon wieder aus? So, hier hinten hat er schon überall Platten. Gut. Dann hier nochmal rein. Nochmal, nochmal. Und dann das Auto nochmal platt machen hier. Super Ding. Na, erstmal hier einen kleinen Spin-Dance. Supi. Jetzt kriege ich dich. Diesmal wird das nicht so eine Terrormission wie beim letzten Mal. Ja, super. Schießen die mit Granatwerfer auf mich, oder was? Ja, die schießen mit Granatwerfer auf mich. Ich bin auch noch falsch gefahren. Alter, blockiert mich doch nicht so. Ich muss da runter. Na, einfach mal mit dem Lastwagen hier runtergejumpt. So muss es laufen. Ey. Komm schon, da runter. Felipe. Straßensperre. Ich könnte jetzt aussteigen und ihn einfach mitmachen. Bei der Geschwindigkeit kann ich auch nicht stoßen. Nein, da kann ich nicht stoßen. Alter, der... Das ist ja wie Ping-Pong hier, Mann. Wow, was ist denn jetzt abgegangen? Muss zurücksetzen. Philippe, dreh mal bitte um, damit wir weitermachen können mit unserer actionreichen und vor allem Geschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd. Das ist er, ja, das ist er. Oh, ist das schnell, da komme ich gar nicht mehr mit dem Gucken. Er hat mich eingekesselt. So eine Sau. Ach ja, meine Kippe ist auch einfach ausgegangen, Frechheit. Aber wir haben ihn gleich. So, jetzt bamsen wir nochmal voll rein. So, nein. Er hat Zeit. Nein! Ich muss zu einem schnelleren Fahrzeug eher checken. Aber ich finde keins. Mann, fuck you. Da ist eins. Super. Haben wir doch noch eins gefunden. Jetzt gibt es Ärger. Mein Freund der Nacht. So, da bin ich auch schon wieder. Komm schon, du hast doch nichts mehr. Nee, das bringt gar nichts, dieser LKW. Alter, das ist
Ich brauche ein neues Auto. Wo fährt er lang? Wo? Er ist nicht abgebogen. Mann, ich brauche ihn. Verdammt, jetzt aber hier. Schnell, ein neues Auto. Verdammt. Alter, Mann, jetzt ist es gelaufen. Ich brauche einfach nur ein neues Auto, Mann. Was soll denn die Scheiße? Hör doch mal auf mich zu schießen. Mein Auto lenkt schon total unkontrolliert nach links. Ups, da bin ich jetzt gerade noch rechtzeitig losgeworden. Das ist aber gescriptet, denke ich. Sobald dein Auto brennt und du machst einen Aircheck, explodiert es automatisch. Du wirst nicht gewinnen. Komm schon. Doch, ich gewinne immer. Den Just Cheap. Just the fucking Cheap. Man, du kannst echt mal die Fresse halten, du nervst. Du hältst dich für so gut. Jetzt hab ich dich. Ich hab ihn. Nee, noch nicht ganz. Verdammt. Boah, der hat doch nichts mehr. Ein Strichchen noch. Ein Millimeter. Aber wenigstens ist es nicht so eine krasse, kranke Scheiße wie bei der letzten Mission. Das ist... Das hier ist... Alter, jetzt habe ich missgebaut. Damn. Brauch ein neues Auto. Oder das Motorrad hier. Komm schon. So, jetzt geht mir bloß nicht auf den Sack hier mit euren Granatwerfern. Ich will hier bloß Felipe kurz was fragen. Und der hat wirklich nicht mehr viel. Nee, ich brauche ein Auto. Ist stabiler. Ist wesentlich stabiler. Er fährt durch die Gassen. Ja, ist ganz klar. So, jetzt mein Freund. Mein Freund der Nacht. Jetzt knödel ich dir eine rein. Da wirst du morgen noch von träumen. Komm schon. Der hat doch nichts mehr. Summer. Wie viel soll ich ihm den noch reinbrezeln? Gut, machen wir halt wieder einen Cyclone. Wo ist er? Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Und da ist er tot. Und er hat ein schönes Messer fallen lassen. Ja, ist doch ganz toll. Oder eher ein Dolch. Mann, aber ich muss sagen, Vin Diesel führt seine Ermittlungsarbeiten, seine Undercover-Tätigkeit doch sehr unauffällig aus. Also Wahnsinn. Da bekommt man gar nichts mit, so auf der Stadt, auf den Straßen irgendwie kaputte LKWs, explodierende Fahrzeuge, tote Passanten. Nee, gibt's gar nichts. Vin Diesel ist da ganz subtil. Mhm. So, Gallo will dich in Cara della Marina treffen. Das werden wir aber nächstes Mal machen. Diesmal, muss ich sagen, habe ich wieder ein bisschen Vertrauen in das Spiel. Es ist doch, ja, das mit der Verfolgung sagt, das hätte ich klar machen müssen. Da bin ich schuld, nicht das Spiel. Und da die jetzt hier diese kleine Showdown-Mission, die war auch nicht so tragisch wie die letzte. Also ich bin doch wieder guter Dinge. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Bis dann.